Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Ich wollte eigentlich ein Unboxing machen, aber da wird dann doch eher ein Untüting draus, ne? So also schön in Tüte. Und zwar habe ich mir von Sembo Block einen schönen Kirschbaum geholt. Und wie ich ihn bestellt habe, war auch wirklich das Bild, und auf dem Bild im Internet fehlte etwas. Nämlich diese Minifiguren. Wie ich das jetzt ausgepackt habe, habe ich gedacht, mich schlief der Tag, wieso sind da Minifiguren drin? Ich wollte gar keine Minifiguren haben, weil da wissen wir doch jetzt, dass das da ein Problem gibt. Also entweder hat der Händler auf der Seite einfach geschummelt und einen in falscher Sicherheit gewogen. Oder aber hat versehentlich das Paket für den nicht-europäischen Markt eingepackt und mir geschickt. Nun gut, jetzt habe ich sie da. Ich muss sie ja nicht bauen. Ich tue sie in die Ecke. Aber eigentlich haben wollte ich sie nicht. Naja, schauen wir mal. Wir haben über 1100 Teile. Das meiste davon sind wahrscheinlich die Kirschblütenblätter. Meine, das sind viele. Und wir haben insgesamt, auch das sind auch Leiten, das sind Tatsache, das sind auch die Lichtsteine dabei. Das ist ja cool. Dann haben wir mit dem Licht 473 Bauschritte. Gut. Ich würde mal sagen, ich tue mal ein bisschen entkruspeln und fange mit euch mal ein bisschen was an. Und dann werden wir sehen, was wir daraus kriegen. Wobei ich finde es ja schon interessant, ne? Eine graue, was ist denn das? 6 mal 12, 3 mal 2 mal 12, dann zwei diese ungeraden Grundplatten und eine, was sind das, 6 mal 10 oder 6 mal 8? Das ist Tüte 1. Man, erste Tüte, die haben wir hier. Es ist aber nicht beschrieben, wie ich die verbauen soll. Oder soll ich die gar nicht verbauen? Ach, die kommen wahrscheinlich irgendwie später dran. Gut. Ich packe mal aus und dann fangen wir mal an. Ich kruspel das jetzt mal ohne euch. So, es ist ja jetzt interessant. Die Tüten scheinen wirklich beschriftet zu sein, weil hier ist nämlich 1-2 drauf. Ich habe hier eine mit 1-5, das ich dann wahrscheinlich später brauche. Wollte ich doch ohne euch kruspeln. Kriege ich das Ding nicht auf. So gibt's. Mal den hier nehmen. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob ich das dann so richtig geguckt habe. Nee, habe ich nicht. Weil, ha, jetzt sehe ich nämlich, ich hätte doch die Tüte 1,5 gebraucht. Weil da die Steine drin sind, die ich brauche. Also war nix. So, ich brauche diesen Stein hier einmal. Gut. Das ist ja eine interessante Baseplate. Was brauche ich noch? Es ist gerade
habe gerade wenig Platz hier durch den Zitronen, den ich baue. Brauche viel Platz. So, einmal dieses, dann einmal jenes. Das kommt dann. Hin. Und hier ein so ein graues. Ja, schade, die sind wirklich nicht nach Bauschritten sortiert. Der dann da noch hin könnte, muss ich dann noch suchen. Tja. Das ist dann wohl dieses Tütchen. Eins Punkt eins. Also entweder bin ich zu schwach oder die Dinger sind so fest, so reißfest. So, das ist der zweite Bauschritt. Der dritte, ich brauche wieder ein 1x1. Scheint schon so, dass die Teile ein bisschen zusammen sind. Es liegt beisammen, was beisammen gehört. So, dann habe ich, brauche ich, suche ich, will ich. Die sind nicht hier drin. Doch, und ich sehe sie noch nicht. Die sollen in hell sein. Nee, der ist es auch nicht. Den kann ich schon mal dahin. Den kann ich dahin. So, und jetzt die anderen beiden. Ah, da habe ich schon mal hier den. Dahin. Ja, wenn man lange genug hinguckt, findet man die Sachen auch irgendwann mal, ne? Ich bräuchte den quasi in andersrum. Der
ist bestimmt irgendwo. Ist bestimmt, ich glaube jetzt mal nicht, dass es hier ein Fehlteil ist. Der wird auch irgendwann irgendwo auftauchen. Bin ich mir eigentlich jetzt erstmal sicher. Da habe ich ihn. Das nächste Tütchen. Und zwar ein Tütchen 1-3. Also. Gott. Alles durcheinander damit. So. Dann haben wir das auch. Tü-tü-tü-tü. So, einen brauche ich, dann brauche ich so einen, dann brauche ich diesen hier. Und den. Dann fangen wir mal an, also. Jetzt muss ich dann da 100.000 Blütenblätter aufbringen. Das ist gut, 100.000 ist übertrieben. Es sind nur 34. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommen 35 hin. Gut. Also zusammen. So, die sind drauf. Im nächsten Schritt mache ich 4 solche Steine. Die kommen dann hier hinten hin. So. So, und jetzt machen wir Schnipp, zack, sind die nächsten 53 drauf. So, als nächstes bauen wir an diesem Fundament. Ich brauche zweimal diese, aber zweimal eins und den umgekehrten Block. Tütchen ohne Nummern, aber da sind Teile drin, oder doch nicht? Das brauche ich einmal. Das 1, 2, dreimal die 1 und dann ein 1 in normale Höhe. Ja, fangen wir mal an. Ah.
Also die Klemmkraft der Steine ist bis jetzt gut. Als nächstes brauche ich so ein, wieder zwei so umgekehrte. Hier ist nur umgekehrt einen. Einer, wo ist er? Da. Und hier so ein kleines abgeschrägtes glattes Teil. Das soll hier so drauf. Der kommt dahin. Der kommt hier so nach hinten dran. Mit dem Einser schließen wir das ab. Okay. Nochmal diesen. Jenen und zwei Ecken. Bauen wir so, kommt das daneben drauf. Also man hätte die alten Bauteile ein bisschen mehr ausblassen können. Das wäre dann für so alte Leute wie mich besser. Aber naja, gut, man kann ja nicht alles haben. Das ist auch ein interessantes Bauteil. Das kann man auch hier so montieren. Ist ja nicht schlecht. Einmal so. So müssen wir das Ganze einmal drehen. Verkehrt rum drauf, der kommt dahin, der dahin. Und so und so. Einmal vier. Dreimal eins abgeschrägt. Zweimal eins. Dann habe ich hier einen. So ein, ja, wie soll ich sagen, ne? Ups, mir ist eine Blüte runtergefallen. Schauen, was das da für eine sein soll. Den ich da verwenden soll. Andere graue habe ich nicht. Weil das sieht so aus. Wie komisch sieht das aus? Ach. Der hier ist es.
Nur aber weil der so gezeigt wird, sieht es aus, als wäre das, als wäre das nur ein flacher. Gut. Dann, ach so, wieder drehen. Gibt mir ja vollen Drehwurm hier. Das ist teilweise, muss man das erahnen, anhand der Bauteile, dass wenn dann hier dieses mit dem Löchlein ist dann hier außen dargestellt, dann wir wissen, dass da dieser Stein hinkommt. Aber man sieht es ja sonst nicht. Gut, ich bin jetzt noch nicht so der Erfahrene. Klemmsteinbauer. Sagen kann, das muss man doch wissen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lerne ich ja auch irgendwann mal. Gut, ich mache jetzt noch die nächsten beiden Bauschritte mal mit euch zusammen. Zwar zweimal diese, einmal der und einmal der letzte. Ist ja wohl der letzte. Einmal diesen. Einmal diesen, dann brauche ich Tüte. Langen. Einmal den und dann hier nochmal so ein schönes Eck. So, der kommt zusammen. Hier drauf. So kommt er hin. Und der kleine dahin. Ja, das waren die ersten 14 Bauschritte. Ich denke mal, ich weiß nicht, ja, vielleicht mache ich noch mal ein paar. Paar Bauschritte mit euch. Ich brauche diesen Stein fünfmal. 2, 3, 5. Zweimal diesen. Einmal den Vierer. Dreier. 2. 2 Einser. Und dieses Spezialteil hier. So ein Kugelding rein. Dann fangen wir mal an. In die Ecken, in Dieken. Kommt da.
Tasse drauf. Dann kommt hier unten was hin. So brauche ich da einmal dieses, ein Vierer, eine Fliese. Und zwar wird das hier. Ups, ach, könnt ihr gar nicht sehen. Entschuldigung. So werden die zusammengesetzt und kommen. Dahin. Es ist ja schon. Ach, jetzt kommt eine Treppe hin, die jetzt Schritt für Schritt erklärt wird. So ein. So ein und so ein. Dann nehme ich also den hier. Steht der jetzt über? Ja. Der steht über. Brauche ich nochmal diesen. Ich brauche hier so ein Gelenk, ein flaches. Quick, 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 quick. Den und den. Und zwar das Gelenk kommt hier drauf. Der Zweier kommt dann hier drauf. Das Ganze kommt. So, dann brauche ich wieder einen davon, einen davon, ein, zwei, einen runden Einser und einen weißen. Okay, wir kommen wieder beim ersten Schritt. Gut, als nächstes wieder ein Graus, ein, dann machen wir hier wieder so ein Gelenkteil. Und diese und wieder, wir nehmen dieses Teil und den da drauf, da drauf. Oh, das gibt aber eine ganz schöne Treppe hier. Bei Schritt 21 haben wir dann wieder einmal zwei Runde, ein weißes und ein halbrundes. Und wir fangen hier wieder an. Dann kommen hier die Runden hin. Also nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass ich jetzt hier unter die
Wenn Bausteinbauer bin, nur noch sowas hier bringen. Nein, nein. Das mache ich halt jetzt mal so ein bisschen zwischendurch, weil es mir halt gefallen hat, wie ich das gekauft, also gesehen hatte. Darum habe ich das geordert. Sonst würde ich das nicht machen. Einen runden, zwei halbrunde und ein weißer. Hinten drauf. Ich finde es schön, dass sie hier so ein bisschen das aufgelockert haben. Haben wir es ja gleich. Brauche ich diesen, den da einen runden, einen weißen und die zwei grauen. Okay. Was haben wir? Bauschritt 24, Bauschritt 25. Hängen. Irgendwie sieht es hier bei mir anders aus. Ich glaube, ich habe da vorher einen kleinen Fehler gemacht. Ah ja. So, hoffen, dass das jetzt ja doch geht. Die hier gehören eins nach hinten. Kaum macht man es richtig, ne? Doch immer wieder erstaunlich. Aber kaum macht man es richtig. Funktioniert's. Okay, das sitzt hier unten nur lose. Und jetzt muss ich das Geländer bauen. Dazu brauche ich fünf Fernrohre. Sind sie nicht süß? Der richtig rum ist und 9 verkehrt rum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also zweimal diese Geländerkonstruktion. Wir fangen unten noch mal an mit. Unten hin. Ah, das ist so schwer zu sehen. Die stoßen einfach nur an, die sind nicht fest.
Okay, dann machen wir das so ein bisschen. Ein bisschen die Biegung hier rein. So, wir haben das Geländer dran. So in etwa. Klar, dadurch, dass es halt hier beweglich ist, ist es nicht ganz so fest, aber es ist ja auch kein Spielmodell. Okay. Nun machen wir das kommt hier so hin. Und der da hin. Der da. Da. Da, da. Und jener. Gut, das war der erste Bauschritt, Leute. Sieht ja schon sehr interessant aus. Gefällt mir. Habe ich hier. Also es gibt Aufkleber. Ne? Dieser Leuchtstein, die Batteriebox da, die ist halt nicht bedruckt. Die wird beklebt. Aber das ist das Einzigste. Weil, so wie ich das gesehen habe, sind ein paar bedruckte Teile auch drin. Und schaut mal, was da drin ist in der Tüte. Rote Mini-Achsen. Rote Kreuzachsen. Ja, auch andere Hersteller können rot. Ne? Nicht nur Lego. Okay, das war's dann erstmal. Ja, und dann nächste Folge gibt es dann den zweiten Bauschritt. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Rick.